Mit diesem Gesetz wird, und das ist einzigartig in der deutschen Rechtsgeschichte, werden alle Maßnahmen, die es bisher überhaupt auf Landesebene gegeben hat, in den einzelnen Polizeigesetzen gebündelt und in einem Gesetz sozusagen jetzt für den Bund vorgelegt. Und das Ganze wird noch getoppt damit, dass es demnächst heimliche Online-Durchsuchungen geben wird. Etwas, was es bisher nicht gegeben hat im deutschen Rechtssystem, nämlich dass jemand heimlich bei mir etwas durchsuchen darf. Das bedeutet für den Bürger konkret, dass er jetzt nicht mehr sicher sein kann, ob alles das, was er im PC notiert oder sozusagen als Tagebuch benutzt, dass das auch für bei ihm bleibt, sondern es kann sein, dass der Staat mithilfe eines Trojaners auf seinen PC eindringt und er es eben nicht mitbekommt. Und was es für den Bürger auch bedeutet, ist, dass er sich nicht sicher sein kann, dass wenn er mit seinem Arzt oder mit seinem Anwalt spricht, dass die Betreffenden darüber nicht Auskunft geben müssen. Die FDP ist zum einen gegen dieses Gesetz, weil wir glauben, dass die Sicherheitsbehörden ein anderes Gesetz verdient haben, nämlich ein effektives Gesetz, denn es ist gar nicht klar, ob BKA, also das Bundeskriminalamt und die Landeskriminalämter, die ja bisher alleine für die Gefahrenabwehr zuständig waren, ob die sich überhaupt ordentlich absprechen oder ob da nicht zwei Autos demnächst unabgesprochen vor ihrer Wohnung stehen. Und das halten wir für nicht effektiv. Und es ist eben auch so, dass mit diesem Gesetz in ungeahntem Ausmaß in die einzelnen Grundrechte eingegriffen wird, ohne dass man eben auf der anderen Seite Benachrichtigungs- oder andere Rechte des Einzelnen entsprechend gestärkt hätte. Ja, es ist schon interessant, insbesondere für einen Verfassungsminister, dass dann, wenn er inhaltlich mit einem Gesetz ans Rande des Scheiterns gerät, dass er dann meint, er müsse das Verfahren ändern. Und wenn er merkt, dass er das Verfahren nicht ändern kann, weil er dafür eine Grundgesetzänderung braucht, dass er dann jetzt der FDP vorwirft und sozusagen die Wahrheit verdreht. Klar ist, die FDP im Deutschen Bundestag war immer gegen diese Kompetenzen für das BKA. Wir haben im Bundestag dagegen gestimmt und da nützt es auch nichts, wenn Herr Schäuble jetzt das Gegenteil behauptet. Eigentlich ist das ein trauriges Kapitel, weil die Bundesregierung aus meiner Sicht nicht begriffen hat, dass Innen- und Rechtspolitik beides bieten muss. Man ist sicherlich gezwungen oder sicherlich eine Aufgabe, mehr Sicherheit für den Einzelnen zu schaffen, aber es ist genauso wichtig, die Freiheit des Einzelnen zu bewahren. Und bei vielen Entscheidungen in diesem Jahr gab es eigentlich nur noch zwei Säulen, sozusagen, auf die man sich verlassen konnte. Das eine war das Bundesverfassungsgericht, das eine Entscheidung nach der anderen getroffen hat, die sozusagen das wieder rückgängig gemacht hat. Und auf der anderen Seite die FDP im Deutschen Bundestag, die immer für die Freiheit gekämpft hat und das auch in Zukunft tun wird. Der Staat ist handlungsfähig im Kampf gegen den Terrorismus. Das haben ja die verhinderten Attentate in den letzten Jahren gezeigt. Und aus unserer Sicht brauchen wir keine neuen Gesetze, sondern wir müssen die Polizeien dieses Landes zukunftsfähig machen. Und wenn die Polizei selber sagt, dass wir um die 100 sogenannte Top-Gefährder haben, sie aber nicht das Personal haben, um diese Top-Gefährder zu bewachen, dann sollten wir hier nicht lange und breit über das BKA-Gesetz diskutieren, sondern darüber, wie wir denn die Polizei so ausstatten, dass sie auch wirklich das tun können, was wir von ihr erwarten.